Gamescom 2018 war wieder. Und eigentlich wollte ich diese tolle Anmoderation auf der Gamescom machen. Aber da ist so viel los, dann hätte ich halt auch irgendwie das Stativ mitnehmen müssen oder jemand als Kameramann benutzen. Das heißt, ihr müsst euch jetzt die Moderation, müsst ihr euch jetzt einfach auf der Gamescom vorstellen. Let's go. 2018 hatte ich genau drei Missionen. Kingdom Hearts 3 endlich anzuspielen, weil das war endlich möglich. Merchandise kaufen und Leute treffen, so wie das immer auf der Gamescom ist. Alle drei Missionen wurden mit Bravour erfüllt. Und ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar Ausschnitte, wie die Gamescom dieses Jahr war für mich. Dann war ich in der Merch-Halle wieder unterwegs und das ist ja wirklich eins meiner Highlights. Und ich mag das, mich da umzugucken, ich mag mir da Sachen zu holen, die man halt so ein bisschen dann hier zu Hause aufstellen kann. Ich habe zum Beispiel beim Ubisoft-Stand waren South Park-Figuren total runtergesetzt und da gibt es diese geile große Mysterion-Figur und die habe ich einfach für 20 Euro geschossen und das finde ich einfach mega, mega geil. Kommen wir jetzt einfach zum Kern der ganzen Sache, denn ich habe Kingdom Hearts 3 angespielt. Kingdom Hearts 3 war überall da ausgeschildert. Es hingen große Banner oben in der Luft. Auf der Rolltreppe waren an dieser Führung halt war Kingdom Hearts 3 Werbung. Und dann kommt man da an den Square Enix Stand und es ist einfach ein gigantisches Schlüsselschwert aufgebaut und es sieht so geil aus. Und zuerst sollte das ja eine offene Anspiel-Area sein, das hat aber wohl irgendwie nicht geklappt und dann war es eine ganz normale Schlange, an der man anstand. Und dann ist es endlich passiert, Kingdom Hearts 3 angespielt. Und ich habe die Toy Story Demo angespielt, also man kommt da irgendwie in Andys Zimmer dann an und spielt quasi so die ersten, keine Ahnung, was sind das, 15, 20 Minuten oder sowas von dieser Welt. Und das ist wirklich richtig geil. Das ist ja was man schon aus Trailern jetzt so ein bisschen gesehen hat und wo auch schon auf anderen Anspiel-Events gezeigt wurde. Aber ich konnte es endlich selbst anspielen. Das macht so viel Laune, als dann irgendwie die Kamera so nach der Cutscene, das geht übrigens direkt über, die Cutscene blendet nicht mehr ab, sondern die Cutscene geht so über, direkt ins Gameplay, was ziemlich geil ist. Auf einmal stehst du da mit Sora, Donald und Goofy und kannst die steuern. Und man kann in Andys Zimmer rumrennen und dann greifen die Herzlosen an und es ist so geil und ich habe so viel Spaß gehabt damit. Ganz im Ernst, ich freue mich da so mega drauf. Es hat sich richtig geil gesteuert. Es hat sich sehr stark nach Kingdom Hearts 2 angefühlt, beziehungsweise halt so eine Mischung so ein bisschen aus Kingdom Hearts 2 und Birth by Sleep und das war ziemlich, ziemlich nice. Und dann habe ich natürlich noch so ein Foto da am Stand gemacht in Andys Zimmer mit dem Schlüsselschwert, mit dem nachgebauten Schlüsselschwert aus der Toy Story Welt. Und es war einfach geil, das war einfach, wie gesagt, mein Highlight von der Gamescom und die Messe an sich ist, wie gesagt, sehr, sehr voll gewesen und es waren so viele Menschen da, dass man teilweise an den ganzen Ständen nicht mal was gesehen hat, also man muss sich irgendwie wirklich einen Plan machen und so ein bisschen wissen, wann, wo vielleicht ein bisschen weniger los ist und wissen, welche Spiele wo vorgestellt werden, weil es bringt irgendwie nichts, sich da komplett blind irgendwie, glaube ich, reinzustürzen, sonst rennt man nur irgendwie rum und ist dann enttäuscht, also das ist wirklich so eine Vorbereitungsphase, die man braucht mittlerweile.
Sonst hat man da, glaube ich, nicht so eine geile Erfahrung. Aber wenn man das weiß und sich darauf einstellt, dann ist es auf jeden Fall geil. Mir hat es definitiv wieder Spaß gemacht. Ich brauche wahrscheinlich sogar nächstes Jahr vielleicht mal sogar noch einen Tag, weil ich einfach dieses Jahr fast kaum hinterhergekommen bin. Es ist geil, es ist ein cooles Event. Ich habe Spaß gehabt, habe die Leute getroffen. Es hat mich auch sehr gefreut, manche neue Gesichter endlich mal zu sehen. Und Leute, nächstes Jahr wieder. Ich freue mich, wird geil. Macht's gut.